So, wir brauchen noch einmal Gold bei einem Hot Pursuit Rennen. So, nicht hier gleich losfahren, sondern hier gleich starten. So, 4 Stück müssen machen. Okay, dann probieren wir das mal. Hier gleich den EMP raus. So, ah, scheiße. Der war ein bisschen zu schnell weg. So, den haben wir getroffen. So, aber nur 10 Kilometer eigentlich. Wahrscheinlich schon ein bisschen wenig. Habe ich so das Gefühl. Oh no. Immer die scheiß Minen hier. So, fahren hier immer viel geradeaus. Wow, wow, wow. Einmal schön rein. Also der lag auch noch auf dem Dach hier. So, oh, hoppala, alle. Kann man gar nicht vorbei. Oder durchfahren. Hallo? Einmal hier Ghost gespielt oder was? So, oh ne, der EMP geht glaube daneben. Das braucht zu lang zum Anvisieren. Na, schade. Müssen wir noch mal ein bisschen näher hinkommen. So, jetzt aber. So, komm, wie ist die an? Jetzt sehr schön. So, Nummer 1 weg. So, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange, habe ich das Gefühl. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Komm, der geht auch raus. Und... perfekt. So, Platz Nummer 1 und dann müssen wir ein bisschen warten auf den. Na, hallo, was macht denn der? Ich bin einmal hängen geblieben. So, einmal hier. Oh, schön rein. So, hallo, da sind ja noch 3 Stück. Ich dachte, das sind weniger. Die 1, 2 haben relativ wenig. Weil die 2 da vorne, die haben wirklich gar nichts mehr. So, oh, oh, oh. Was war ich von Bullshit zusammen? 4 Kilometer, oh, das kann eng werden. So, der eine soll jetzt mal nach vorne kommen. Oder auch doch nicht. Ja, langsam wird es schon ein bisschen eng. So, oh, gerade gesehen und dann wirklich noch hier mit dem letzten Stückchen Gummi vom Reifen rübergefahren. Und die Schockramme, die soll jetzt sitzen. Na, come on. Gerade rausgehauen. Oh, kritischer Schaden auch noch. Oh, das Rennen ist hier gleich vorbei. Oh, das genau dann, wenn ich hinter ihm bin, macht er die Mini raus. Wollte ich gerade die Schockramme raushauen. Da muss man direkt hinter den sein, aber... Na, super. Verfolge an Straßenrennen, beteiligte Racer auf Go Wing Drive. 10-4. Alle Verdächtigen verhaften, bevor das Rennen zu Ende ist. So, los geht's. Der schmeißt gleich den ganzen Mikro raus. Und gleich hier runterfliegen. Ja, das ist natürlich ein super Start. Jetzt habe ich hier 13 Kilometer, ein bisschen mehr, glaube ich. So, oh, hier. Platz 4 und 3. Einmal. Wow! Alter! Hat's den weggehauen. Aber keine Verhaftung. Das war ja auch mal geil. Oh no. Alter, wie lang? Wow! Den dreht es einmal, der macht den Twister. Lass mal eins fahrt weg, wir gehen mal ein bisschen auf die Bremse, damit wir den hier bekommen. So, oh no, no, no!
Alter, come on. Da wäre EMP gerade rausgegangen. So, oh, ja, super. Hier einmal... Na toll, das kann man jetzt auch vergessen. Bin hier falsch gefahren. Wenn ich da blöd gekontert hatte, dann habe ich nicht gesehen, dass wir da links weg müssen. Na toll, das soll ich aufholen. Aber dafür ladet sich bei den Cops immer das Nitro auf. Guck mal, die sind da hinten. Easy. So, einmal daneben. Sehr schön. Das war natürlich so geplant, es war nur ein Warnschuss. So, Platz Nummer 1. Na, hallo. Ich verstehe es immer noch nicht, weil der hat ja nichts gekontert eigentlich. Oh, wow. Hallo? Wie fliegt denn der rum? Oh, ich habe noch gar keinen. Richtig geil. So, aber den da. Oh, oh, oh. Nein, ich fahr voll daneben. So, oh, da wäre eine Tanke gewesen. So, Alter. Für eine Schockwelle. So, der ist weg. Hallo, auf die Seite. Für Behinderung von der Staatsgewalt. Gibt's ja gar nicht. So, die Hälfte vom Rennen vorbei und wir haben die Hälfte von den Racern. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So, gehst mal die Schockramme. Wow. Sehr nice. So, komm, gib das. Oh, bin ich gesehen. Ich hab ihn nach hinten geschaut. So, komm, einmal noch. Sehr schön. So, war doch gar nicht mal so schwer. So, Kommandoposten haben wir hier vorne. Ah, okay. Bin gleich da. So, einmal hier zweimal Gold. Und ein paar Punkte. Sie können nicht entkommen. So, einmal ein Aston Martin bekommen ist ja... Aber eigentlich denke ich ja, dass sie immer besser werden, aber gegen Lambo ist ja doch nicht besser, oder? Keine Ahnung. McLaren F1, ja, das hört sich gut an. So, was können wir denn hier machen? Nicht besiegen. Drifte bei 257 km/h. Fahr schneller wie 338 für 15 Sekunden, okay. Und so Speedzonen waren da drin. Tiefer. Schneller einsetzen bei nahen Feld. Das hört sich doch recht interessant an. Warte, bei Enforcer habe ich noch nicht so ganz gelesen. Sie können nicht entkommen. Wow, das ist das blöde Interceptor-Rennen. Machen wir hier einmal die Streife. Wir sind schneller, breiter, tiefer. So, das heißt ein paar Schnelleinsätze und dann den Rest können wir so hier zusammen kruscheln. Schauen wir mal kurz hier rein. Der Lambo Aventador hat 8,3 und 9,6. 8,39? Ja, eben, sag ich ja. Der Aston Martin, der ist da irgendwie so ein bisschen schlechter. So, wie viel haben wir denn eigentlich noch? Ja, okay, das sind ja die verschiedenen Versionen eigentlich alle. Die haben ja eigentlich alle schon, nur halt die Version noch nicht. Ich glaube, so viele gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Gallardo, Gallardo, Lexus haben wir auch schon. Ferrari auch, Porsche auch. Der McLaren auch. Mucilago auch. Aventador da. So, hier kommen sie. So, was gibt es noch im McLaren F1? Alter, das sieht auch richtig geil aus. Hier auf dem kleinen Bild. Dann gibt es noch einen... Oh, Bugatti Veyron. Klar, der darf nicht fehlen. Königseck natürlich. Ein Hennessy. Jo, und das war's. Also so viele Karren haben wir gar nicht mehr bei den Cops. Da näht sich schon langsam dem Ende zu. So, Schnelleinsätze haben wir zum Beispiel hier.
Ha, ein Stern, ja, das machen wir mal. So. Einheit auf Riverside Drive fordert sofortige Unterstützung an. Verfügbare Einheiten zum Einsatz. Jetzt mal schauen. Das sollte eigentlich noch ziemlich easy sein. Aber wer weiß, was da alles noch auf uns zukommt. So, was müssen wir noch machen? Bei Nahunfällen müssen wir noch machen. Racer Slam und ein paar Treffer. So, oh, oh, oh. Oh, durch die Mauer durch. Alles klar. Okay. So, auch mal ein geiler Start wieder. So, wir kommen ja gleich wieder durch die Tanke durch. Einmal durchgedriftet und eine Zeitstrafe. Warum sind wir schon bei 1,5? Hab doch erst nur eigentlich eine gehabt. Warum müssen Kommel! Wow! Alter! Voll drüber geflogen. So, ja, erstmal fett Zeitstrafen kassieren. So, hier, die Strecke ist eigentlich auch ganz cool. Kann man eigentlich geile runterdriften, wenn man es beherrscht, natürlich. Und ich beherrsche es manchmal, manchmal nicht. Das sah jetzt gut aus. So, der Trick dabei eigentlich gerade gar nicht mehr so schlecht. So, oh, hier auch noch in die Kehren runter. Ah, das war zu schnell. Das ist schon 3 Sekunden hier. Und hier zu früh rein. Also, bei 3 Sekunden geht nicht mehr weiter. Okay, also kriege ich jetzt immer 3 Sekunden. Das höchste. Auch mal geil. So, hier einmal. Oh, die Kurve hoch. Hallo, was war das gerade? Einmal Disco. Guck mal, da ist schon wieder. So, Alter. Ja, gib mir noch mehr Zeitstrafen. Bitteschön. Soll ja natürlich auch schwer werden. Deshalb mache ich auch Rennen mit dir einem Stern. Guck mal, warum kriege ich eine Zeitstrafe, wenn ich einen Racer crash? Oder der mich? Ist doch auch mal blöd. Hier ein Stein, okay. Da sollte ich aber ein bisschen aufpassen. Das mit der Zeit wird ganz schön eng. Ich habe mir überlegt, ich habe glaube wirklich knapp 40 Sekunden so locker wohl vergeudet durch Zeitstrafen.